Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Crash Bandicoot 3 Warped. Und zwar, wir haben glaube ich diese Ebene beendet. Ja, ich habe sie beendet. Das heißt, wir gehen gleich straight zur nächsten. Und ihr habt schon gemerkt, ich habe in den letzten Folgen ziemlich arg mich über Camtasia beschwert. Ich scheine es jetzt gefixt zu haben, ich hoffe es. Und wir machen einfach mal weiter mit wieder einem Dino-Level. Ich hoffe, ich werde es schaffen und nicht verkacken, denn die letzten beiden Aufnahmen waren eigentlich vom Aufnahmetechnischen, vom Moderator. Waren eigentlich ziemlich nice. Und ich habe wieder. Okay, jetzt hat mein Handy irgendwas Komisches gemacht. Egal. Ist ja wurscht. Ja, ich will dieses Leben haben, oder auch nicht. Moment mal, ist das ein. Was bist du denn? Bist du ein Crash-Hybride? Das sah ja komisch aus. Egal. Lass mein Handy einfach machen, was es machen will. Kennt ihr das, wenn ihr euer Handy irgendwie rumfummelt und ihr stellt aus Versehen irgendwie einen falschen Klingelton ein? Und dann klingelt es auf einmal und denkt euch so, hä? Das habe ich doch nicht eingestellt. Und wundert euch so. Oh Mann, Technik. Tut mir leid, Hybride. Ich muss dich leider töten. Oh nein, nicht der schon wieder. Jetzt hat er mich fast gekriegt, der Opa. Leute, was ist das? Und wie kann ich es freischalten? Stirb. Kommt hier gar kein Dino? Das ist aber ein cooles Level. Hey, da ist ein Ei. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Oh mein Gott. Das war... Alter. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich wäre gerade in den Tod gesprungen. Aber alles okay. Alter, Leute, ich weiß das gar nicht mehr, wie geil dieses Spiel war. Also ich freue mich so ungemein. Kann ich eine Attacke machen? Nee, ich kann abspringen, wenn ich will. Aber ich will auch nicht meinen Dino verlieren. Alter, da hat er mich, der alte Gieser hier, mich fast erwischt, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Geh weg von mir, du Spanner. Ist hier noch so einer? Ich spring mal da lang. Boah, jetzt wäre es fast wieder geschehen. Und da warten wir auch noch mal kurz. Das ist so ein geiles Level. Davon kann es echt mehr geben. Alter, das ist der Yoshi. Yoshi ist das. Jetzt nennen wir den einfach Yoshi. Nein, Yoshi. Ich will dich doch mitnehmen. Ah, was soll ich denn hier machen? Einmal so. So machen wir das. Boah, Alter, seht ihr das, wie schnell das ging? Das ist so genial. Ich habe so ein Teil, yeah. Mach die Kiste. Ach, stimmt ja. Ich bin ja auf der Mission, alle Kisten zu zerstören. Die ich total erfolgreich auch gerade angehe. Wir gehen natürlich ins Bonus-Level. Ich freue mich auf die Bonus-Level und ich versuche, alle Kisten mitzunehmen. Ja, hier ist auch nochmal so ein Spezialding. Nein, ich kann nicht alle Kisten mitnehmen. Leute, wie kriege ich diese Kisten hier kaputt? Ich glaube, das ging nur... Doch, das geht... Ja, so ging das. Jetzt habe ich es gescheckt. Jetzt habe ich es voll gescheckt, Alter. Jetzt, ich muss einfach nur Kreis drücken. Mann, wie konnte ich das vergessen? Es gab ja noch Spezialfähigkeiten. Ich habe beim letzten Mal auch wieder eine gekriegt. Ja, das war doch der Doppelsprung. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Mann, ich muss euch außerdem sagen... Moment, was ist das? Ach so, das zeigt mir einfach an, dass ich diese Attacke benutzen soll. Okay, von mir aus. Leute. Was ist hier los? Ah, seht ihr? Ich bin gar nicht mal so dumm. Haha, ich habe sogar geschafft, alle 25. Yeah, und es gibt neues Leben. Was ich euch fragen wollte, was ist so euer Aufnahmeritual? Müsst ihr da irgendwie nochmal euer Headset rauskramen? Was macht ihr immer? Es hört sich zwar ein bisschen dämlich an, aber ich putze mir normalerweise immer die Zähne. Auch wenn es absolut nicht notwendig ist. Ich meine, ihr seht und riecht mich ja nicht. Ja, ihr könnt mich vielleicht sehen, wenn ich eine Facecam habe, aber das mache ich ja eigentlich nicht. Ja, ich wollte ja noch sagen, Ach du Scheiße! Nee, ich wollte nicht ach du Scheiße sagen. Alter. Ich muss mich nur kurz konzentrieren, wollte ich sagen. Nee. Ich wollte ja sagen, ich möchte mehr mit Facecam aufnehmen, aber das geht einfach nicht wegen meinem Mikrofon, weil ich wirklich sehr nah an dem Mikro dran sitzen muss. Und das sieht dämlich aus. Soll ich da reinspringen, die Kritze? Dieses komische Teil. Das hat mich beim letzten Mal getötet. Einfach, ich muss mich kurz konzentrieren, dann erzähle ich euch gleich meine Geschichte. Schnell, 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 schnell. Spring. What the fuck? Wow. Alter. Habe ich es geschafft? Okay, ja, was ich erzählen wollte ist,
Ich brauche ein Headset. Ich brauche ein gutes Headset, das eine ähnliche Qualität hat wie mein Mikrofon. Das ja eigentlich eine ziemlich gute Qualität hat. Hallo? Gute Qualität? Yeah. Und wenn ich das Headset habe, dann gibt es auch mehr Facecam. Weil es einfach besser aussieht, anstatt man sieht mich einfach nur hinter dem. Oh! Wasserlevel. Man sieht mich dann einfach nur hinter dem Mikro sitzen und das sieht einfach nicht gut aus und dämlich. Und das finde ich nicht gut. Oder ich bräuchte ein Großmembran-Mikro. Aber das kann ich mir nicht leisten. So, wir haben wieder ein Wasserlevel und ich versuche wieder alle Kisten mitzunehmen. Meine Mission, die Kisten. Ich bin der Kistengeist! So. Kann ich da durch? Oh nein, Nitro! Das ist ein lustiger Film. Wirklich? Jetzt habe ich doch mein cooles Jetski verloren, Ding. Wafer. Aber ich hätte dieses Teil zerstören können. Lass mich raten, da ist wieder so ein Fisch. Ja. Mrs. Puff. Du stirbst leider, Mrs. Puff. Kann ich sowieso nicht leiden. Nein, ich habe eine Kiste vergessen. Ich kann sie nicht öffnen, tatsächlich. Nicht ohne die Bomben. Oder besser gesagt, die Torpedos. Aus dem anderen Teil. Aber ich mag die Wasserlevel in Crash Bandicoot. Die sind ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Die sind wahrscheinlich wieder Aale oder Bomben. Aale? Nein! Was war das? Ist das eine Unterwäsche? Dann fangen wir gleich nochmal von vorne an. Ich hatte doch einen Checkpoint, wenn ich mich nicht irre. So, ihr sterbt. Ich auch. Versuchen wir es nochmal, aber dieses Mal ohne unser Teil hier zu verlieren. Nein, wie geht denn das? Ist der Umkreis so stark? Ist ja dämlich. Egal, wir können sowieso nicht wieder alle Dinge einsammeln, so. Ja, schön für dich. Da auch nochmal, ja. Hat er sich gerade verwandelt? Ich habe ihn trotzdem getroffen. Ist ja cool. Ja, könntest du hier mal ein bisschen schneller sein? Obwohl, nee. So, wo war der Aal? Da ist der Aal. Ist da noch ein Aal? Alter, nicht schlecht. Ist mir so egal. So, stirb. Ein Checkpoint. Gute Gedanken. So, was ist da unten drin? Ihr kriegt mich nicht. Ja, eine Kiste habe ich leider nicht gekriegt. Was ist das jetzt? Ach so. Einfach mal kurz hier in diese Seite rein, damit ich nicht von dem Strom erwischt werde. Obwohl, es geht ja nach unten. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Oder wechselt sich das ab? Nee, da kann man gar nicht verlieren. Warum gibt es das denn überhaupt? Alter, habt ihr gerade gesehen? Zwei auf einen Streich. Ich bin der Haitöter. Blöder Wirbelwind. Stirb. Oh, da ist ein Diamant. Was bringen die scheiß Diamanten? Ich weiß es nicht. Irgendein Bonus. Bringt das überhaupt was? Hier, stirb. Früher hatte ich echt Angst vor denen. Da war ich auch noch ein Kind mit 6 Jahren oder so. 6 Jahre alt war ich da erst. Hä, da geht's ja noch weiter. Moment, was ist da oben? Ja, das sind wieder solche Viecher. Und was ist da hinten? Hätte ich da die ganze Zeit den Wafer gebraucht? Nee, den kann man doch nicht mitten durch den Tunnel nehmen, oder was? Ich komme da nicht durch. Und hier? Okay, da ist einer. Und sonst nur einer? Wirklich? So einfach? Hier ist wieder so ein Blitzi-Blitzi-Blitzi-Teil. Ja, komisch, dass der Strom nicht durch das Wasser geht, was? Stirb! Ja, ich habe tatsächlich verloren, Alter. Aber ich habe hier einen Checkpoint und wieder so ein Jetski-Teil. Yeah. Stirbt alle einen grauenvollen Tod, Mensch. So, was ist hier noch? Bisschen Plankton. Nein! Jetzt hätte ich fast gedacht. Oh, würdest du bitte... So, nein. Das ist Puff. Stirb doch einfach. Was? Gleich ist es wieder vorbei mit dem Wafer? Das ist ja schade. Ich will einen Dinosaurier haben. Haie mit Torpedos abzuschießen, ist doch einfach schön. So, du kommst her. Du Kiste, du. Und du, mein Freund Nitro, dieses Mal nicht. Heute nicht. Oh, 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 oh. Haha. Ah, da ist noch mehr Nitro. Heute nicht. Wow, die Explosion ist wirklich sehr, sehr krass, muss ich sagen. Muss ich aufpassen. So, was haben wir da? Fickt euch. Was?
tot? Wirklich? Alter, 83 Kisten, wie viele habe ich denn übersehen? Und wie aktiviere ich das Ding? Sag jetzt nicht, ich kann es nicht... Ach so, ich habe es aktiviert. Egal, gehen wir weiter. Sind immerhin schon 10 Minuten, verdammt. Wir müssen hier fertig werden in 20 Minuten mit dem Level. Und wir sind erst beim zweiten Part, oder? Ja, Alter, das ist ja fuck. Brauchen wir ja heute länger. Was geht denn hier ab? Was ist das? High Time. Keine Ahnung, was wir da machen, aber wir machen es. High Time. Und wieder. Ich habe dir eine Benachrichtigung zu geben. Du bist scheiße. Story. Ah, das ist angelehnt an eines der klassischen. Was? Warum tust du das? Schmeißt du einfach sein Feuer hin? Bist du dämlich? Hast du nichts Besseres zu tun, als den Alkohol aus dem Fenster zu schmeißen? Ihr kennt ja noch das Bambus-Level aus dem ersten Teil, oder? Kann man da lang? Nö. Doch, da konnte man lang. Ach so, das ist nur ein Glitch. Egal. Und da ist ein Teppich. Teppich! Der Teppich aus, Aladdin heißt Teppich, wusstet ihr das? Stirb! Boah, war das schnell. Das war komisch. So. Warum schmeiße ich die ganzen Äpfel weg? Genau, da gibt's Leben dafür. Was kommt hier jetzt? Teppich! Ich kann mich noch irgendwie erinnern, dass hier eins ziemlich schwer war. Machen wir einfach so eine Attacke. Stirb! Was? Niemals! Ja, ich bin in einem Topf gefangen. Das ist auch viel, viel schwieriger. Viel, viel tödlicher als Feuer oder so. Komisch. Ich war doch schon drauf. Kennt ihr das? Wenn ihr in einem Spiel so ein bisschen ängstlich beim Springen seid, bei so Jump'n'Runs, und ihr macht dann aus Versehen so einen kleinen Schritt zurück und dann... Ach, jetzt komm. Ich hab doch... Ja, genau, ich hab ja den Doppelsprung, ich Idiot. Einfach auf den Teppich geknallt. Kennt ihr The Big Lebowski, diesen Film? Diesen Kultfilm? Wirklich? Aber ich find's cool, diese Animation wieder zu sehen von dem Tod, weil man stirbt irgendwie nicht wirklich, man ist einfach Game Over, man könnte sich vielleicht verbrennen an dem Feuer oder so, da gibt's so eine Animation, aber wenn man stirbt, ist es eigentlich immer lustig gemacht, so für Kinder halt, weißt du? Und nicht einfach wie in Super Mario oder sowas. Stimmt, Mann, wir konnten hier noch voll viele Items sammeln und so. Das hat mich ja auch sehr fasziniert an dem Spiel. Wirklich? Muss der da so beschissen platziert sein, ohne Scheiß jetzt mal? Jetzt scheiße ich mal auf diese scheiß Kisten. Ich bin der Kistengeist, yeah. So, scheiß auf die Kisten, ich will da jetzt weiterkommen. Wisst ihr, der ist halt so scheiße platziert, dass man den kaum treffen kann. Das ist so ein Scheiß mit dem Scheiß. So eine Scheiße mit der Scheiße hier, ne? So. Jetzt aber. Der Affe wird mich jetzt nicht mehr kriegen. Der dümmste Gegner hat mich so abgehalten. Ey, das gibt's nicht. So, verpiss dich. Das sind wieder solche Feuerschmeißer, aber ihr kriegt mich nicht. Ihr seid nämlich viel zu langsam. So. Hier sind wieder solche Dinger. Aber ihr kriegt mich nicht. Ich bin besser als ihr. Was haben wir hier? Fast eine Mario-Formation. Zeichen. Stirb! So. Teppich. Und dann geht's auch schon weiter. Hier machen wir einen Stampfer. Yeah. Stampfer sind cool. Auf den Teppich. Ja, darüber. Hey, Bonus-Level. Gehen wir aufs Bonus-Level. Bonus-Level sind cool. Die Musik kommt. Yeah, hau auf die Trommel mit dem Crash Bandicoot-Theme. Let's go! Ah, nein, da komme ich nicht hoch. Achso, ich habe ja einen Doppelsprung, ich Idiot. Das ist ja alles angepasst hier. Krieg eine Fähigkeit und mach was. Wie kriege ich das denn? Haha! Tja, das ist eine gute Fähigkeit. Nein, wie kriege ich das Teil? Scheiße. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich das einfach nicht, sorry Leute. Aber ich habe ja ein Leben dazu bekommen. Also, Arschlecken. Super. Teppich. Oh, die gehen so rund.
Habt ihr es gemerkt? Ich will immer so ein kleines Stückchen nach hinten gehen. Das ist komisch. Stirb! Ah, Leute, ich habe so vergessen, was für ein cooles, wow, Spiel Crash Bandicoot ist. Ich habe es echt ewig nicht mehr gespielt. Was ist das für eine Plattform? Warum kann ich die nicht benutzen? Ah, es gibt noch so viele Geheimnisse, die ich nicht lösen kann, weil ich mich einfach nicht mehr dran erinnere. Es ist zu lang her. Ich war wirklich ganz kleiner Bub. So. Oh nein, Affe. Wow, das ist... Na, da warten wir mal kurz ab. Die Messerschmeißer, an die kann ich mich noch erinnern. Die waren richtig schlimm. Boah, jetzt hätte ich fast gedacht, Leute, dass ich darunter falle. Äpfel. Continue Box. Das hätte ich nicht tun sollen. Da kann ich ja... Ich kann gar nicht über die Kante springen. Schnell! Boah, Alter! Jetzt hätte ich fast gedacht, dass er mich kriegt. So. Ich aktiviere noch schnell den hier. Ja. 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 Das ist super cool, wenn man drei nebeneinander so aktiviert. Das ist echt ein lustiges Geräusch. Bam! Du kriegst mich nicht, Arschloch. Okay, machen wir den Affen so fertig, oder? Das lustige Geräusch. Ist er weg? Ja, er wurde davon tatsächlich getroffen, hey. So, wir nehmen natürlich alle Kisten mit. Hä, geht's da weiter, oder wie? Nee, sieht nur so aus. Kurz abwarten. Teppich. Man hat ja einen Schatten, den man benutzen kann, der perfekt nach unten geaimt ist. Wow. Wow, jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Aber das machen wir jetzt. Yeah. Und da ist das Ende des Levels. Und ich habe wieder voll viele Kisten vergessen. Oh Mann, das ist so schlimm. Jetzt sollten wir aber langsam mal schneller fertig werden mit den Levels. Denn wir haben jetzt schon wieder 17 Minuten. Mann, Mann, Mann. Nicht dein Tanz. Den brauchen wir jetzt nicht. So. Vorletztes Level. Oh, Road Crash. Mal sehen, wie ich mich da schlagen werde, Leute. Yeah. Ich fahr Motorrad. Komm schon, warum sind die so schnell weg? Ist es wie bei Mario Kart? Moment mal. Nee, ich muss hier nur wieder Erster werden. Gut, dann fahren wir wieder die beste Linie hier. Wo sind meine Turboflächen? Turboflächen, ich brauche euch. Siebter. Alter, ich bin Siebter. Ich glaube, ich habe es eigentlich schon verkackt. Sind hier gar keine Turboflächen? Alter, kann nicht driften oder so? Alter! Ich glaube, das Level habe ich aber schon oft gespielt in meiner Kindheit. Ich mochte das irgendwie. Aus Gründen. So, Kisten. Ich werde die so verlieren. Das glaubt ihr gar nicht. Die sind viel zu schnell, die Leute, ey. Ohne Scheiß. Hey, jetzt springen die da auch da drüber. Achso, die müssen da drüber springen. Habt ihr gesehen, ich bin voll irgendwie in den Reihen gerast, aber auch doch nicht. So, Polizei, die nichts macht. Das ist super, dass ihr da so rumsteht. Oh, wirklich. Das hasse ich immer in Rennspielen, dass man da von der Seite aus nicht langfahren kann. Hui! Alter, warum müsst ihr mich so zurückschmeißen? Das ist voll unfair. Ah, da ist ein Turbo. Jetzt sollte ich mich aber ranhalten. Alter, wirklich? Voll für den Arsch. Ernsthaft? Kann ich nochmal neu starten? Resume? Oh nein, ich will's... Oh! Ich kann es nicht neu starten. Jetzt sind sowieso alle an mir vorbei. Alter, was ist das für eine Kacksteuerung? Kann ich hier nicht driften oder so? Menno, ich hasse sowas. Yes. Natürlich, wir brauchen auch ein bisschen Tank hier, ne? Alter, die Steuerung. So für den Arsch. Warum habe ich das damals so geliebt? Ist doch voll für den Arsch, das Teil hier. So, ich bin Sechster. Ja, man weiß nicht, wann man mit dem... Turbo! Sag jetzt ne... Solche Arschlöcher? Ich kann ja gar nicht anders fahren. Ich bin einfach über das Loch drüber gefahren. Ja, wow. Kurz vor dem Ziel bringt es mir jetzt auch nicht mehr. Sechster. Das versuchen wir später nochmal. Machen wir erstmal das andere Level. Na, komm schön. So. Ja, Enttäuschung. Enttäuschung. 15.
Double Heater. Machen wir das jetzt noch zum Abschluss. Ich denke, das müsste ich schnell hinkriegen. Und das Motorradlevel versuchen wir dann in der nächsten Folge. Ja, genau das. Daran kann ich mich doch erinnern. Jetzt ist alles einfach schwerer. Hä? Den kann ich ja gar nicht töten. Ja, dann eben nicht. Pech gehabt. Arschloch. Wunderbar! Oh, super, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Stirb! Ja, dann eben nicht. Tja, mit mir leider nicht. Jetzt erinnere ich mich wieder an den ganzen Scheiß hier. Bäm! Wie komme ich an den vorbei? Kann ich die irgendwie töten? Einfach dran vorbeispringen. So, dreh dich nochmal. So. Ich glaube, es gibt auch noch welche, die drehen sich dann zweimal und so eine Scheiße. So, ich glaube, dich aktiviere ich mal. Das, da habe ich mich immer nie getraut, das Leben daraus zu holen, weil es so unnötig war. Warum sollte ich nur die Leben riskieren, um mein Leben zu kriegen? Und wie komme ich an ihn hier vorbei? Die kann man nicht töten, oder? Spring um dein Leben, Crash! Let's go! Das ist auch nochmal TNT. Oh, oh. Ja, das finde ich geil, wenn mehrere Kisten zu unterschiedlichen Zeiten dann den Countdown anfangen. Stirb! Ich finde es auch cool, dass es hier regnet und lauter solche Sachen. Da ist ein Leben, yeah! Spring mir hier drauf. Dung, dung, dung. Ich finde ja immer, dass das Geräusch immer höher wird. Finde ich irgendwie lustig. Warum bist du jetzt nicht aktiviert worden? Verstehe ich nicht. So. Du stirb auch. Was haben wir hier drin? Ah, da ist wieder ein Zauberer. Bist du ein Zauberer? Ja, bin ich. So, ich habe leider eine Maske verloren. Also eine Tiki-Maske. Das macht aber nichts. Wir haben immer noch eine übrig. Wow. Stirb! Zauberer! Stirb! Yeah! Ja, das ist eigentlich nur das erste Level schwieriger, oder? Cool eigentlich. Und mit Regen. Ja, mit Regen ist sowieso alles schwieriger. Besonders nicht nass werden. Oh Gott. Yeah! Din, 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 din. Was haben wir denn da oben? Oh mein Gott, ohne den Doppelsprung hätte ich es nicht geschafft. Na komm. Yeah. Boom. Geht ab. Hä, wo ist der Aktivierungsschalter? Scheiße. Oh, er wäre hier gewesen. Ich dumm Arsch. I dumbass. Ah, jetzt kriege ich die Kiste nicht mehr. Fuck. Na, oh, man könnte es schaffen, wenn man gut wäre. Aber ich bin scheiße. Egal, gehen wir weiter. Wir sind hier, um das Spiel durchzuspielen, oder nicht? Ich bin ja kein Speedrunner. Sorry. Ihr wieder. Ihr seid so überflüssig, ohne Scheiß. Ihr habt mich nicht einmal getroffen. Schande über euch. Doppelköpfiger Vollidiotenspast. Ein Continue, das steht irgendwie tatsächlich für Chronoid. Ihr wisst es nur noch nicht. So, ihr kommt auch her. Und kann ich euch jetzt besiegen? Ja, ich kann die tatsächlich besiegen. Stehen die wieder auf? Wie geil ist das denn? Stirb! Nein! Ich bin zu dumm. Egal, wir sind sowieso gleich am Ende. Ah, da ist der Zauberer. Das ist nicht gut. Dumm! Ich bin dumm. Du hast mich abgeleckt. Abgeleckt. Was laber ich? Du hast mich abgelenkt, du Arschloch. Ich brauche meinen Wurbelgar. Wurbelgar! Wirklich? Okay, das Ende dieser Folge wird ein Rage-Time. Yeah! Das wird ragen. Fick dich! So. Also ich kann nicht mal einen Frosch besiegen. Was ist mit mir los? Fick dich! So. Stirb, Ziege. Ich habe ihn tatsächlich besiegt, oh mein Gott. Und das wieder so ein Fettsack. Stirb, Frosch! Wirklich? Ich habe ihn noch getroffen! Mann! Ey, ohne Scheiß.
Jetzt haben wir aber langsam mal das Ende dieser Folge erreicht. Stirb! 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 So. Stirb! Stirb! Ah, stirb! Stirb, Alter! Scheiße, wie komme ich daran vorbei? Hab's tatsächlich geschafft. Und du stirb auch. So, wir haben's geschafft. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich würde mich über einen Daumen freuen und auch wenn ihr mich abonniert, das wäre super toll. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mehr Crash sehen wollt. Ciao!